Was geht, Leute? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Forest. Ich würde mal sagen, ich pfeife mir jetzt hier erstmal mal zur Futtern rein. Das sieht ja eher so aus wie so eine Leber oder so. Das können wir noch nicht essen. Aber das ist ein schönes getrocknete Fleisch. Und wenn ich mir hier so unseren kleinen Garten ansehe, kann man hier pflücken. Das auch, die schönen Aloe Vera Pflanzen. Ach, und da kann man noch... Ah, da konnte ich jetzt direkt, ja, Trampel war alles direkt wieder platt im Garten. Ach, guck mal, der macht jetzt auch so kleine Hügelchen. Ja, das ist nicht aber gut. Ja, meine Axt ist wieder hier voller Blut. Ich wasche das mal hier nochmal kurz ab. Ja, können wir auch Fische fangen. Man könnte hier, glaube ich, irgendwie so ein Dings herstellen. So ein Speer. Damit konnte man dann auch rumstochern. Ja, warum wir in der letzten Folge noch keine Eingeborenen gesehen haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich habe nochmal nachgeguckt. Deaktiviert ist das Ganze nicht. Also eigentlich ich spiele also nicht im veganen Modus, wie er hier heißt. Also eigentlich müssten die Eingeborenen da sein. Lass uns einfach mal überraschen. Vielleicht hatten wir auch einfach nur bis jetzt zwei Folgen lang Glück. Eigentlich möchte ich ja da unten irgendwie ein bisschen was bauen. Aber ich weiß nicht so recht. Aber das war ein Stein. Okay. Ach, da bin ich dann gekommen. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir einfach mal weiter. Aber was mache ich da unten für ein Haus? Vielleicht sammle ich erstmal ein paar Sticks. Ups. Genau, und mach da unten so ein... Ich bin ja aber direkt am Flugzeug, ne? Vielleicht, dass ich da nichts gefunden habe. Ah! Eichhörnchen! Ach, ich will mal so ein Fenster hauen hier, ne? Zack, 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 zack. So, machen wir die Dinger hier nochmal weg. Ah, dich kriege ich ja noch. Warte. Jetzt. Ja, freu dich noch, wenn du noch kannst. Nee, weil vorhin sind die Viecher ja... Viecher. Also, ja. Irgendwie aimen kann man ja mit dem Bogen irgendwie immer noch nicht so recht, ne? Also, das ist mich immer noch ein bisschen strange. Ich würde sagen, ich baue da unten so ein Holzding hier hin mal. Ach, muss ich auch in den Buch öffnen hier. Was ist das? Storage? Ja, genau. Lockholder. Ah, oh, 16 Stück. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Vielleicht baue ich das Ganze jetzt auch erstmal so, dass ich mich hier so ein bisschen saven kann. Wenn da hier doch Eingeborene kommt. Ups. Dann bauen wir das doch mal hier so. Das soll ja erstmal so ein provisorisches Lager werden. Fehlt mir immer noch ein bisschen was. Das ist natürlich kacke, wenn man mit dem Motor aufhört. Aber okay. Wir haben uns so ausgesucht. Das ist eine willkommene Abwechslung. Hier so schön auf den Meeresblick. Ah, Vogel. Und zu Hause hier, während ich aufnehme. Alles nur am Regnen. Aber ich sag mal so, so schönes Wetter nur zu haben, aber dafür alleine zu sein, ist ja auch nicht so Premium, ne? Kann ich noch eine Pflanze sammeln? Hier auch noch. Hier kann ich noch ein paar Stickies sammeln, das ist kein Stick. Okay. Könnte auch mal sein, oh Gott. Also das kann ich hier. So, das machen wir jetzt mal irgendwie. Das ist ja gut. Dann. Achso, das ist zum Entzünden, aber ich könnte doch hier noch was pflanzen. Kann ich hier noch was pflanzen? Nein, kann ich nicht. Okay. So, zack, zack. Hier die Kletterkünste.
bahnbrechend. Anders kann man es nicht sagen. War da noch was? Sticky Stick. So, ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir doch mal an, hier gleich mal ein bisschen zu holzen. Boah! Ey, schieb mich doch nicht weg! Was denn, wenn wir so einen Schlag aufladen? Ach, das geht dann hierbei nicht, oder was? Ah, okay. Allen anderen geht das, schlagen, aber hierbei nicht. Oh, cool, der Schlag. Mit den anderen mit? Natürlich nicht. Den hacken wir gleich hinterher direkt mit. Ja, da guckst du, ne? Ja. Toll, ich mach dir mal ganz weit kaputt. Na komm. Ach so. Auf das Reh. Natürlich. Ist klar. Das Ding überlebt das natürlich. Easy. Easy. Wo ist denn hier der andere Baum schon mal hingerollt? Hm. Okay, der Plan ist ja hier erstmal. Ja. Ah. Er rollt. Ja, so ganz ausgefeilt ist die Konstruktion noch nicht. Ach, guck mal, da kommt auch schon der nächste. Dann schmeißen wir auch noch mal eben runter. Aber das ist cool, das rutscht dann einfach so und... Ach krass, es wird sogar liegen. Wie wird das schon wieder dunkel oder was? LOL, guck dir das mal an. Du musst hier direkt runter, was für ein Service. Das kann ja gar nicht sein, warum sehe ich denn das jetzt noch keine Eingeborenen? Das ist echt merkwürdig. Das ist wirklich merkwürdig. Es wird schon wieder dunkel. Das kann doch gar nicht sein. Wir sind doch jetzt gerade quasi aufgestanden. Ein paar Nachtmodus kann man ja auch noch nicht ändern, ne? Das ist echt merkwürdig, hier noch keinen einzigen Eingeborenen gesehen. LOL! Was soll das dann gehen? Boah, diese Geräusche, das hört sich an wie ein Pferd. Ich sage völlig den Baum hinab. Dann kann ich ja auch später so einen kleinen Camp-Eingang machen, sozusagen. Mit so ein paar. Wie sagt man so. Palisadenwände. Komm ich jetzt gar nicht drauf. Nein, fall doch einfach mal in die. Kacke. Jawohl, die machen sie schon mal auf den Weg nach unten. Während ich hier gleich nichts mehr sehe. Ups. Aber wir sind ja stark. Halt einfach mal die Baumstämme hier mit den zwei Händen hier. Nebenbei zünden wir nochmal eben unser Lagerfeuer hier an. Ja, guck mal, der braucht ja nicht Fitnessstudio. Der kann halt auch so. Nehmt hier Power over 9000, Junge. Mach Feuer. Auch genial, wie dieses kleine Feuerzeug hier einfach mal überhaupt nicht die Flamme irgendwie durchs Rennen oder so mal ein bisschen hier der Wind flackert oder wie auch immer. Flamme geht straight nach oben. Oh, jetzt habe ich was gesagt. Ich bin auch dumm, warum mache ich das denn so? Ich hätte doch auch diesen Wagen basteln können. Stimmt. Das war jetzt natürlich doof, aber wenn ich den hier unten mache... Ne, hier unten lohnt sich nicht. Ich glaube, ich mache dann... Ja, jetzt ist das Ding nämlich voll.
Schöne Kacke. Alter, das Feuer hier ja schon fast aus. Wir arbeiten jetzt einfach ein bisschen in der Nacht. Haben wir was zu saufen? Natürlich nicht. Ja gut, noch haben wir Vorräte. Ich meine, oben ist auch noch 50, da könnten wir ja noch das ein oder andere finden. Aber ich mache jetzt hier erstmal B. Und zwar machen wir uns hier erstmal... Wo war das denn? Ey, das ist doch auch cool, wenn man hier so eine Plattform macht und hier dann so ein... So... Wie sagt man? Ein Hausboot. Wo ist denn hier? Ist jetzt wieder... Oh Gott, nee, Custom Building, ich bin verwirrt. Storage, auf keinen Fall. Custom Building. Und wo gab's so eine Kacktür? Kann man da irgendwo so eine Tür bauen? Tribut, ja, ja. Wo ist die Tür? Ja, Custom Walls. Custom Building. Hä? Wall with Door. Ey, kurz, ey, auch nicht, ich koste jetzt erstmal 5. Ach Gott, wo finde ich denn Custom Building? Genau. Was denn das denn jetzt? Habe ich mich jetzt verdrückt oder? Nee, Custom Walls. Ach, muss man jetzt erst so hier so. So einen Pillar setzen oder was? Ja, das scheint so. Machen wir das doch mal. L. Ach, linke Maustaste. Alles klar. Ich will das Ding ja natürlich nicht allzu groß. Und am liebsten den Kang. Den Kang-Einsatz, Junge. Den Camp-Eingang ziemlich so in der Mitte oder so haben. Muss ich mal gucken, hier. Ja, einfach mal so, ja, mit E bestätigen. Okay, das sind 5 Baumstämme. Dann gehe ich hin eben, mach mal die Tür. So, die muss ich natürlich drehen. Und dann natürlich zusehen. So, dann sind wir bei 10. Und jetzt gehe ich noch hin, so eine Basic. LOL, jetzt habe ich ja. Ich wollte noch die Custom Wall. Ah. Zack, so. Und die ist natürlich auch mega geil gesetzt. So. Nein, nicht removen. Ach Gott. Ah, okay, die muss dann so. Ach, guck mal, das kann man jetzt dann auch noch so modifizieren. Und dann kann man sagen, okay, ich möchte die bis hier. So, dann sind wir auch schon bei 20 Baumstämmen. Geil. Dann verwursten wir den ja schon mal. Snacken wir hier nebenbei so einen Lurchi. Und apropos Lurchi. Die Türen finde ich immer noch mega kacke, ey. Dann werden die eingeboren zu dämlich, dann können die auf die Tür locker passieren. Einmal nur durch. Ja, damit haben wir quasi schon alle verbraten. Aber da vorne liegen ja noch welche. Die nehmen wir mal mit. So. Könnte man nicht hier irgendwas. Stein will ich nicht. So. Das nehmen wir auch nochmal mit hier. So, zack. Mensch, das hat Feuerzeug an. Ach herrlich, so eine schöne
Nachtschicht hier am Strand. Das ist das herrlich, haben wir hier so unser kleines Camp hier. Ja, gehe ich jetzt nach oben noch? Ja, warum nicht? Nein, kam jetzt die ganze Zeit nichts. Kann das echt sein, dass das ein bisschen buggy ist? Nein, keine Eingeborenen, gar nichts. Ist das? Ist das lustig? Na, hacken wir hier nochmal eben mit einer Hand. Easy, Junge! Hackt er mal eben locker. Was muss denn für Oberarme haben? Was war das? Mann, erschreckt mich doch nicht so. Leise. Der Baum muss leise fallen. Jolo! Da ist er! Ja, komm her, Junge! Pam, Junge! In dein Face, Junge! Pam! Ja, da ist noch jemand! Pam! Oh. Erstmal Defense! Wir wollten es nicht wahrhaben, Leute! Wir wollten es nicht wahrhaben! Sie sind hier! Was ist das, Gollum? Junge! Oh, fuck. Ja, gegen zwei ist schon ein bisschen scheiße hier. Vielleicht kann ich die locken. Okay. Ja, kommt runter. Genau, komm runter. Oh, blöd. Oh. Gleich ist meine ganze Rüstung down. Ich hab sie, Junge. Du kommst erstmal mit in meine Höhle. Ah, tschüss, damit ich deine Freunde suchen kann. So, und kaum in der Höhle angelangt, lege ich erstmal ab. Keine Beweise hinterlassen. Was? So, erstmal hier schön Einzelteile sammeln. Wir wollten es nicht warm. Gut, dass wir uns da mit den ganzen Blut schießen und alles. Alter, diese Geräusche. Ja, was mache ich jetzt? Könnte man. Ach, Alter. Gute Idee, mein Vogel. Danke für die Federn. Erstmal den Müll rausbringen. Und wie natürlich in vielen Ländern der Welt. Ab ins Meer mit dem Müll. Das macht ihr bitte natürlich nicht Zeit. So, aber da wir hier frisches Bein. Na geil. Wo können das hier. Boah, diese Mauken, ey. Das können wir hier gar nicht mehr irgendwo dran packen oder was? Das Ding ist voll, Junge! Oder kann man das jetzt gar nicht mehr machen? Das ist kein Feuer mehr da hier. Machen wir hier nochmal eben ein kleines Billo-Feuer hier. Nochmal hier entzünden. Ja, krass, ey, dann hatten wir jetzt gerade den ersten Feindkontakt. Gollum ist da oben noch und ja, wartet wahrscheinlich auf uns. Ich würde sagen, ich chill hier erstmal eine Runde mit Birdie Bird. Und ja, krass. Bin etwas, ja nicht geschockt, aber
Das hat man die vorher immer gehört, ne? So, Skull, Skull oder so, ne? Aber so jetzt überhaupt nicht. Und auf einmal waren die da. Ach, guck mal, die Mauke habe ich doch aufhängen können. Ja, geil. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, ich chill hier eine Runde und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich glaube, wir machen trotzdem noch mal eine Nachtschicht. Bis dann.